Ja, hallo an euch da draußen. Willkommen zurück zu einer neuen Partie GeoGuessr und versuchen neuen Versuch. Jedenfalls, ich will es endlich schaffen, die 50 Länder zu knacken. Und beim ersten bin ich schon ein bisschen unsicher. Wir haben das schwarze Auto, wir haben gelbe Linien auch außen. Ich glaube, dann sind wir einfach in Jordanien. Weil es gelbe Linien außen gibt. Auch hier im asiatischen Raum gerne. Das ist Kolumbien, das Columbian Cross, auch hier an allen möglichen Zeichen, überall, überall, überall. Das sieht nach Deutschland aus. Ein braunes Schild, Braunsberger Straße. Diese blauen Schilder, wo gab es denn die nochmal? Passt irgendwie nicht so ganz zur Landschaft. Ich denke aber, wir sind hier irgendwo im Westen. Okay, in Bochum waren wir ja. Dann haben wir hier Dänemark, den Bollatz. Und gelbe Rückseite, weiße Vorderseite. Auch hier gelbe Rückseiten, weiße Vorderseiten. Das. Im United Kingdom und in Hongkong. Hongkong waren wir aber nicht. Offensichtlich. So, welcome to Laurel, Nebraska. Dann sind wir wohl in Laurel, Nebraska. Reicht uns Nebraska? Sollen wir immer noch Laurel finden? Weiß nicht, ob ich es finde. Geneva. Ich glaube, ich gebe es auf. Ich finde hier keinen Roll. Da ist es. So, also gerne weiter so. Das ist ein italienisches Kennzeichen. Sehr schmal. Zwei blaue Streifen links und rechts. Gelbe Mittellinie. Brasilien einfach, weil die Straße auch so braun ist. Curva, Accentura. Ja. Ich glaube, das ist brasilianischer Strommast. Passt. Südafrika. Australien meine ich. Australische Bollards waren es auch. So eine gelbe Mittellinie und ein japanisches Google-Auto. Kamera ist so sehr tief gelegt. So, also 10 schaffe ich jetzt eigentlich hier ständig, sehr kontinuierlich, aber irgendwann ist immer irgendwas Fieses dabei. So, das ist Brasilien, wieder ein brasilianisches Strommast, diesmal ein brasilianisches Pol, diesmal deutlich zu erkennen. Auch hier im Norden, nö, noch nicht. Da müssen wir uns einmal umdrehen, kommt mir alles sehr bekannt vor. 100 Meter, Norwegen, okay. Norwegen, oder? Sjøvn Gannhytta, ja, das ist ein grünes Kennzeichen, was gewerbliche Fahrzeuge in Norwegen haben. Jao, klingt schon wieder nach Brasilien. Aber wir haben gelbe Nummernschilder dann doch nicht. Dann gehen wir wohl doch lieber nach Kolumbien. Das ist kein gelbes Nummernschild. Das ist schon wieder eins. Man kann ja ahnen, dass das Columbian Cross hier hinten rangenagelt ist, denn da sehen wir diese Ausbuchtung. Also wir gehen nach Kolumbien. Gelbes Nummernschild. So, Linksverkehr. Birchwood Village. Weißes Auto. Dieses Zeichen hier, Südafrika. Ist das auch Gentoo? Nee, nicht mit dem Auto auch. Ich denke aber, wir sind hier in Südafrika. Ja. Und nicht in Eswatini. Pagan ist Schweden. Auch schwedische Zeichen, sonst alles. Immer weiter. Das ist ein dänisches Zeichen, was hier so außenrum festgehalten wird. Ein
Eins meiner Lieblingsmeta ist auch hier. Oder hier. Die Zeichen werden irgendwie von oben alle festgehalten. Finde ich ganz witzig. So, lange Antenne. Die hätte ich jetzt hier nicht erwartet. 5, abgestürzt. So, nochmal umdrehen. Lange Antenne. Ist das dann Russland mit dieser Landschaft? Die Frage ist nämlich, was soll es sonst sein? Wir haben diese Bollards. Ah ne, wir sind in Island, um Gottes Willen. Ich sag Russland. Die Sonne schien so, ja, oh Gott, sogar ziemlich gut noch getroffen hier. Um Himmels Willen, das war ja peinlich eben. Konnte mir jetzt gar nicht erklären, was das ist. So, ähnlich wie hier. Wir haben, ich glaube, das ist ein argentinisches Zeichen hier. Das könnte definitiv dazu passen. Einmal noch die Strommasten anschauen, aber die sagen mir nicht so richtig. Gen 4 passt. Ja, glaube ich, gehe nach Argentinien. Ja. So, wir haben hier so ein ganz kleines blaues. Twibroad und weiß ich was, Road. Und wir haben die Alberta. Wallats. Das ist also safe Kanada. Wir haben die schmalen Streifen, die gelten für Schweden. Bestätigen wir das durch Wägen mit Ä. Wegen mit E wäre norwegisch. Wägen mit Ä ist schwedisch. Wollen es nicht speichern, aber wenn ich hier F5 drücken muss, dann ist die Zeit hier kollabiert die völlig. Das ist ein norwegisches Kennzeichen, wieder grüne. Das ist ein Nummernschild. Gewerbliche Fahrzeuge in Norwegen haben die. Brasilien mit der Landschaft. Blaue Zeichen passen dazu. Sau. So, das könnte eine schwierige Runde werden. Wir drehen uns einmal um und hoffen und beten und sehen nur eine lange Antenne. Tja, mehr nicht. Schmale Straße. Da hinten ist ein bisschen was los. Da wäre ich gerne. Ist das Polen? Ich glaube ja. Denn hier erahne ich nur dieses gelbe Zeichen mit so einem sehr schmalen roten Streifen. Und vielleicht ist da auch so ein grünes Schild. Vermute ich. Also Polen hat doch zumindest auch diese lange Antenne. Ja. Gerade noch so zu sehen. So, das sind italienische Bollards. Aber wir haben Gentoo. Und Gentoo ist immer die Gefahr, dass San Marino sein könnte. Und weil wir so viele Bollards sehen, an jeder möglichen Ecke, vermute ich, das hat Zigzag mir jedenfalls verraten, in seinem, ja, deutlich besseren Versuch als meine kläglichen, dass die dann in San Marino sind. Und so ist es. Das scheint gut zu helfen. So, im letzten Stream dran gescheitert hier. Mein letzter Versuch hier heißt Rumänien. Mit der Bemalung. Und hier steht auch RO. Wir gehen nach Rumänien. So, und wir haben 25, die Hälfte ist geschafft. Es fehlen nicht so viele. Nochmal so viele. Dann hätten wir es schon. Das ist hier ein Bollard, den ich aus den USA kenne. Die Landschaft sieht auch sehr nach USA aus. Auch die Straßenqualität. Wenn da One Way drin steht, dann müssen wir sicher, dass es USA ist. Aber diese Bollards reichen mir eigentlich. Ich glaube, die gibt es in Washington, Oregon oder sowas. Nö, South Dakota, aber macht nichts. So, hier hingegen würde ich eher auf Kanada tendieren. Jayco Flight, irgendein Flight. Drehen uns einmal um. Stop. Und. Langweilige Plates auf der Rückseite. Also ich vermute und hoffe, hoffe, hoffe. Ja, wir sind in Kanada. So, dann haben wir hier Rechtsverkehr, blaue Zeichen. Das habe ich oft gesehen, das ist einfach Argentinien. Gen 4. Einfach Argentinien. Könnte das auch Mexiko sein? Ich habe ein bisschen Angst davor. Da
das Mexiko sein könnte. Wo ist die Sonne? Sie ist im Norden, ganz deutlich. Wir gehen nach Argentinien. Okay. Mexiko müsste sich eigentlich mehr nach Süden schalten. Nicht so deutlich. Gen Norden. So, hier haben wir Linksverkehr. Denn die 40 ist hier so markiert. Das ist die vergelegte Kamera. Das sollte einfach Japan sein, ne? Diese rot-gelb-weiß-gelb Bemalung. Aber da ist auch so ein japanischer Spiegel. Erinnert mich so eher ein bisschen an Philippinen. Aber wir sind ja hoffentlich in Japan. Ja, auf einer ganz weit entfernten Insel. Sie gehört aber zu Japan. So. Was steht hier? CND Boker? Ich habe hier schon Kanada Border gesehen. Das würde mich jetzt echt erschrecken. Oh nein, wir haben hier nicht so viel. Da hinten so ein Pickup. Ach du Schreck, wir haben Frontplates. Frontplates sprechen dann mal eher gegen Kanada, aber viele, zumindest im Norden der USA, gibt es häufig Frontplates. CND Boker. Also ich tendiere hier auch zu USA. Wir gucken mal einmal, ob es hier Flaggen gibt. Oh je, ich habe Angst, dass das hier Kanada ist. Nein, alles gut. 30. So, Mexico. Und das sind doch mexikanische Bollards, soweit ich die ja richtig in Erinnerung habe. Noch die Strommasten an. Ja, das ist ein oktogonaler Strommast. Mexiko. Das sieht doch sehr nach Australien aus. Ich glaube, da hinten sind doch Bollards, die das bestätigen würden. Ja, das sollte doch hier alles passen. Wahrscheinlich Südafrika. Sehr lange am Aufpassen, dass ich nicht völlig daneben klicke. Ich würde sagen, erster Eindruck ist Bulgarien. Und wir haben auch hier so ein Tape dran. Diesmal ist auch wirklich die Aufnahme winterlich. Beim letzten Stream bin ich gescheitert, das war Rumänien. Aber wir haben auch diesmal nicht die Bemalung hier dran, sondern klassische runde Poles. Das sollte eigentlich Bulgarien sein. Das wird diesmal nicht Rumänien sein. Nein, alles gut. So, dann haben wir hier Kayamarut, weiß ich was, schwarzes Auto. Das ist dann einfach Peru, ne? Denn Argentinien, Uruguay wären die anderen Autos und das hier sollte doch definitiv Peru sein. Okay. Wir kommen näher. So, russische Bollards nehme ich an. Ja, an der Kreuzung ganz viele. Ja. Sieht gut aus. Das Nummernschild sieht gut aus. Wir kommen näher, definitiv. 35. Viel fehlt nicht. Osteuropa nicht immer gut. Das geht nicht bis zum Boden. Polen. Ach du Schreck, was ist das denn für ein Bollard? Das sind rumänische, glaube ich. Ich glaube, die gibt es in Rumänien. Dann würde es auch mit den Holy Poles passen. Aber die sind so schlank. Um Himmels Willen. Jetzt wieder so eine Runde hier. Das könnten das rumänische Poles sein? Das sind doch keine polnischen, das sind auch keine ungarischen. Und ich meine, in Rumänien habe ich die schon mal gesehen mit den, die dritte mit den Holy Poles. Aber sag mal, kann das hier wirklich Rumänien sein? Das sind Holy Poles. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, sagt mal, in Belgien gab es die da nicht auch? Oder in. Ist das hier Belgien? Oh, jetzt werde ich hier so verwirrt. Das ist nicht gut. Antenne, eine kleine. Das sind nicht die klassischen rumänischen Dinger. Hier ist eine Bemalung. Weiße Bemalung. Wir haben auch keine schwarze Rückseite. Das spricht auch gegen Rumänien.
kann ich nicht nach Rumänien gehen. War das nicht eher in der Niederlande, hätte ich noch sowas, aber hätten wir keine Holy Poles. Was ist das hier? Also ich weiß, Holy Poles gibt es so manchmal Frankreich oder Belgien. Die sind doch so sehr, sehr, sehr schmal. Den Bodaz hier. Also, diese ja so fast türkischen Bollards habe ich in der Niederlande schon mal gesehen. Ich habe sie auch schon in Rumänien gesehen. Das sieht ja eigentlich wie Polen aus. Das so. Je mehr ich mich umschaue, desto schlimmer wird's. Also, wenn ich die Bollards ignoriere und dann sehe, dass das hier nicht bis zum Boden geht, dann würde ich nach Polen gehen. Aber Polen habe ich noch nie. Nie, nie, nie diese Bollards gesehen. Das Haus, bisschen rötliches Dach. Gucke jetzt verzweifelt, ob ich schon irgendwelche Rifts hier sehe. Was sind das? Wie alt ist denn die Aufnahme? Das ist das Wasserzeichen 2019. Tja, was machen wir hier? Was machen wir hier? So eine weiße Bemalung hier? Ungarn, solchen Bollards. Ich meine, ist das überhaupt ein normaler Bollard? Aber hier drüben ist auch einer. Rumänien wirklich so ein bisschen hügelig, kann natürlich sein, aber wir haben auch nicht diese schwarzen Rückseiten. Das spricht auch dagegen. Und dann frage ich mich, ob es nicht Ungarn sein könnte, das dritte Land mit den Holy Poles. Und dann sind es einfach ungarische Spezialbollards. Dann dieses Haus hier, pah. Also wenn es so ein bisschen hügelig ist in Polen, habe ich da schon mal sowas gesehen. Also ich glaube, ich ignoriere diese Bollards. Die Antenne. Ich würde hier wirklich nach Polen gehen. Wieder gegen Rumänien mich entscheiden. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das hier Rumänien ist. So, wir gehen nach Polen. 3, 2, 1. Wow, es ist Polen. Und da ganz oben gibt es diese Bollards. Das gibt es ja gar nicht. Falsche Region. Ich wollte sagen, das eine Haus sah fast so ein bisschen baltisch aus. Uff. Um Gottes Willen. Also das war echt schwierig. Und das geht anscheinend weiter. Ach, warum? 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 Gentoo. Gentoo. So, wir haben nur diese Holzdinger hier. Ein sehr hoher Berg. Nur so eine Holzdinger hat natürlich sehr an Griechenland. Oh, wir haben Bollards, wir haben italienische Bollards. Italienische Bollards. Wir gehen nach Italien. Auch wenn Gentoo ist, aber ein so ein Bollard, das sind nicht so viele, das müsste Italien sein. Bin ich sicher, wo das hier ist oder doch in den Alpen. Ja, wir sind hier. Oh Gott, das ist da wirklich immer eine nervliche Belastung. Oh. Rotes Auto ist Ukraine. Wir haben zwar rote Autos noch in Belgien und Spanien teilweise, aber dieses rote Auto und mit der Landschaft kann nur die Ukraine sein. Dann haben wir hier Bangladesch mit diesem langen Strich darüber. Jenfor. Das ist Bangladesch. Dann haben wir hier zwei gelbe Linien. Und diese drei, die auf eine Seite gehen, ich glaube, die gibt es nur in Polen. In Peru. Und ich glaube, das Auto passt auch dazu. Schwarzes Auto passt auch dazu. Das ist alles, ja. Und auch das passt. Wir haben alle Hinweise, die wir brauchen. Wir sind weit nördlich irgendwie. Ja, naja, geht so. So, dann sind wir schon bei 40. Und wir sind schon wieder in. Oh nee, shit. Wir haben sowohl Kyrillisch als auch lateinische Schrift. Und wir haben diesen Bollard, der wo sehr nach links dieser rote Streifen ist. Das sollte Serbien sein. Das ist Serbien. Sonta. Ist wahrscheinlich nicht riesig. Wir haben auch keine Antenne. Eigentlich deutet alles auf Serbien hin. Ich habe jetzt keine Lust, dieses Sonta zu finden. Das ist so klein. Aber wir sind in Serbien. Passt.
Kurze Angst, wenn es so weit weggeht. Ah, das sieht ja alles nicht unbedingt leicht aus. Wir haben Antenne, wir haben ein Stoppzeichen, was mir sagt, dass es, obwohl diese Linie so sehr fad ist, wahrscheinlich eher nicht Griechenland ist, ehrlich gesagt. Weil das Stopp wäre dann sehr viel größer. So meine Kenntnis. Sondern ist die Frage, ist. Das ist die bulgarische Flagge, ne? Deswegen habe ich gerade Bulgarien in den Sinn gezogen, weil es so ein bisschen nach Griechenland aussieht. Und das ist doch die bulgarische Flagge. Letztes Mal dran gescheitert, aber haben wir hier Kyrillisch? Ne, da ist nichts zu lesen. Ja, auch nicht. Das ist die bulgarische Flagge. Wir gehen nach Bulgarien. Weiter geht's. So, dann haben wir hier. Lavizara, um jetzt Willen. Ich hätte gesagt, das ist tiefer gelegte Kamera hier, aber ich bin mir nicht mehr sicher, weil das Auto hier so hoch fährt. Ach Gott. Warum, um jetzt Willen, wird mir das hier angetan? Also, das scheint italienisch zu sein und die Frage ist, ob wir hier in der Schweiz sind, wenn das hier. Aber wenn wir hier so hochfahren, ist aber wirklich ein sehr weiter Blur. Sehr weiter Blur. Ich habe Angst, dass es Italien ist oder die Schweiz, aber ich hoffe eigentlich, ist einfach ganz normal, wenn es tiefer gelegte Kamera ist, dann ist die Schweiz meinetwegen in der Nähe von Italien. Ich muss hier hingehen. Und es könnte jetzt Italien sein, dann ist es vorbei. Dann kann ich mir nichts vorwerfen. Es ist die Schweiz. Weiter geht's. Sag mal, das sieht schon wieder nicht so gut aus hier. Ich habe keine Lust mehr auf so eine Runden. Fermata, Sita, das sieht schon wieder italienisch aus. Wir haben schwarze Rückseiten. Könnte das Italien sein? Italien, was ich immer so schwer nur erkenne. Ich kann es nicht oft genug sagen. Aber wir haben diese schwarzen Rückseiten an den Schildern und wir haben Fermata, Sita. Beides endet auf Vokalen. Und wir haben diese Bollards, diese Poles, die ich einfach nicht kenne. Die ignoriere ich hier einfach. So eine Streifen nach oben haben. Könnte das irgendwo Süditalien sein, aber ist das einfach nur Spanien und man will mich hier ärgern, aber dann würden wir nicht dieses Schild hier mit der schwarzen Rückseite doch hoffentlich haben. Oh, die Landschaft ist so karg. Gen 4. Fermata Sita. Diese Poles sagen mir nichts, also die sagen mir auch nichts für Spanien. Nach Italien. So, kurzer Prozess. Wir sind in Italien. Alles gut. 44. Jetzt fehlt wirklich nicht viel. So, wir haben so ein riesiges Auto. Von einer Brücke, aber wir haben blaue Nummernschilder. Wir sind im Senegal mit diesem Auto. Neue Aufnahmen. Okay, ganz im Norden. Aber wir sind im Senegal. Und jetzt fehlen nur noch 5. Und wir starten die letzte, hoffentlich letzte Runde mit brasilianischen Poles. Wir haben auch viel Sprache. Wir gucken uns das in Ruhe an. Ob wir das hier bestätigen können. Wir haben schwarze Rückseiten an den Schildern. Wir haben diese grüne Landschaft. Ja, so der definitive Beweis fehlt mir hier, aber eigentlich sollte das hier doch reichen, ne? Linksverkehr. Dieses Nummernschild, das irritiert mich mehr. Ich kann da gar nicht hingucken. In Brasol. Ich hätte gerne einfach so ein Sao hier dazwischen, dann wäre ja alles gut. Elektronika. Ist das hier eine Flagge? Auch das kann ich mir gar nicht genau angucken. Ich sehe da schon eine Frankreich-Flagge. Kaui. Das ist doch hoffentlich was Brasilianisches. Galpoes. Nochmal Cauí. Tubos. Ja, also wir gehen nach Brasilien. So ist es. Weiter. So, wir haben eine gelbe Mittellinie. Wir haben ein gelbes Nummernschild hier. Wir sind zumindest in Afrika. Oh ja, wir haben noch mehr gelbe Nummernschilder. Wir haben eins dieser neuen
Fahrzeuge hier. Und das sollte doch einfach Kenia sein, oder? Airtel. Also ich finde immer verwirrt, da ist natürlich kein Schnorchel dran, um mich noch mal ein bisschen zu kitzeln hier. Ob das nicht doch noch irgendwas anderes ist. Aber das ist auch das Follow-Car von Kenia. Das alles. Das ist hier Kenia. In einer neuen Aufnahme, irgendwie in den Bergen hier. Jo. So, dann haben wir noch mal was Schönes Gen 2. Genau das hier geblurrt, wo vielleicht ein bisschen Sprache dran stehen würde. Dieses Pole, wir drehen uns einmal um. Und haben diese lustige Schrift, die glaube ich, ich hätte gesagt, italienisch ist. Wir haben diese Poles, die eher Frankreich erinnern. Ich glaube, wir sind hier in Frankreich. So, wir nehmen nochmal alles zusammen, alles in Ruhe. Wir haben sehr flache Schilder, die sind sehr französisch. Ich glaube, hier steht auch irgendwas mit D. Das wird Frankreich sein. Wir haben zwar Gen 2, aber auch hier steht meist irgendwas Französisches. Auch dieses Pole erinnert mich an Frankreich. Wir haben hier schneebedeckte Berge. Nummernschilder, die nicht wirklich zu erkennen sind. Sollte auch wirklich mit dem Teufel zugehen. Auch hier diese Dinger, die hier so rumgehen, sollten eigentlich französisch sein. Das irritiert mich ein bisschen, aber es schließt zum Beispiel auch Spanien aus, dass da noch ein weißer Rand ist. Also, wir gehen nach Frankreich. Diese Region hier unten. Oder hier irgendwo oder so. Korsika. Die wollen mich ja. Gottes Willen. Deswegen sah es auch so italienisch aus, weil wir so ziemlich nah an Italien dran sind, um Himmels Willen. So, nochmal eine Afrika-Runde und nochmal, diesmal der Schnorchel dran. Kenia. Das ist die 49. Runde, das ist Einstellung meines Rekordes. Der 49 hatte ich vor einer Weile schon und jetzt kommt die 50. Runde. Und ja, weiß ich die oder weiß ich die nicht? Wir haben die sehr grüne Landschaft. Wir haben diese Plates. Wir haben. Wir drehen uns einmal um und wir haben das hier. Estradas da Branca Torno. Wir haben diese Schilder, wir haben ein Google-Auto hinter uns, was hier fährt. Wir haben, ich wollte gerade sagen, wir haben hier einen Strommast, der es mir bestätigt. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Vermutung habt, was es sein soll. Aber wenn ihr nicht alles. Breite Zeichen hier, dieses Dach hier. Wenn nicht alles mit ganz schlechten Dingen hier vor sich läuft, ist das hier Brasilien mit den Nummernschildern. Schwarze Rückseiten auch hier. Ja, hier haben wir auch ein schwarze Rückseiten am Schild. Das ist Brasilien und damit müsste ich die 50 haben. Das Zeichen ist echt. Habe ich noch nie gesehen in Brasilien. Gen 4 passt. Dieses Zeichen hier. Wir sind natürlich auf einer Autobahn, damit wir es noch ein bisschen sprediger haben. Ich weiß nicht, wo das hier sein soll. Wir gehen einfach hier nach Brasilia und feiern uns für die 50. Finally. So, und jetzt alles, was jetzt kommt, ist on top. Mal gucken, wie weit es geht. Wir haben nochmal Brasilien gleich hinterher. Oh, das war knapp Brasilien. Da haben wir gleich doppelt, vor Angst, gleich doppelt geklickt, aber das war Brasilien. Das ist Uganda. Kampala. Uganda Case. So, dann sind wir schon bei 52. Dann haben wir, ja, so einfach auf einmal kann es werden, Südafrika. Und hier haben wir Südkorea, der Schrift hier und dem, zum Beispiel auch diesem Fahrzeug. Südkorea für die 54. Dann. Wir haben ein weißes Auto und Rechtsverkehr. Und diese Poles sind aus Chile. Auch mit den Bergen dort im Hintergrund. Und wir haben 55. Und weiter geht's. Immer weiter. Carlos Ruiz Presidente. Wir haben dieses schmale Plate. Wir haben diese Bollards. Oh, wir haben ein schwarzes Auto und auch diese Dinger hier. Ja, das ist Peru. Dann geht es weiter mit dem hier. Australische Bollards. So einfach kann es manchmal sein, ne? Wenn man alles so unter Druck spielt, wird die Runden gleich prompt leichter. Das sollte wieder Brasilien sein. Oh Gott, was ist das für ein Bollard?
Noch ganz andere lustige Bollards, aber wir haben so eine dreckige Straße, die so nach Brasilien eigentlich schreit. Und ich dat. Also die Straße sieht so brasilianisch aus und wir haben wieder eine schwarze Rückseite an den. Also das sollte Brasilien sein. Ja. Das sollte Russland sein. Viele Bollards an der Seite. Nehmen wir Russland. Das ist ein rotes Haus. Schweden kommt da als erstes in Sinn. Oh, wir haben aber nicht mehr hier. Aber wir haben diese Snowpoles. Die Frage ist, könnte das Norwegen sein? Aber es ist so flach. Und deswegen, ach, das habe ich nicht gelernt. Wenn diese Dinger hier so weit unten sind, ob das dann Norwegen oder Schweden ist. Also rote Häuser eher auch in Schweden zu finden. Aber wir haben Gen 4, so eine wunderschöne Aufnahme. Aber so flach. Oh, haben wir hier eine Flagge? Nee. Sollte vielleicht nicht so schnell entscheiden, sondern einmal mich da umgucken. Wir haben an den. Das ist ein gewerbliches Fahrzeug, das ist kein grünes Kennzeichen. Vielleicht ist das ein Hinweis, dass es nicht Norwegen ist. Tja, und man könnte es an diesen Snowpoles wissen, aber ich weiß es nicht. Ich gehe nach Schweden. 60. Wir pulverisieren hier unseren Rekord bisher. Und wir gehen mal weiter mit dem Columbian Cross. Sieht gut aus, steht zwar auf der falschen Seite irgendwie für Linksverkehr, aber es wird Kolumbien sein, genau. So, dann haben wir TIE und finnische Bollards. Finnland, auch gelbe Mittellinie und so weiter und so fort. Wir können immer weitermachen, 62. Das hier ist Linksverkehr, das ist, glaube ich, ein Malta. Lange kein Malta mehr auch gehabt. Aber mit diesem Schild. Das ist Malta. Ich glaube, letztens, ich habe vergessen, wie diese Schilder aussahen, weil ich so viele Malta-Runden nicht mehr hatte. Mich auch letztes Mal vertan. Das ist ein oktagonales Pol. Das ist Mexiko. Ja. Einmal rum. Oktagonales Pol. Schmales Kennzeichen. Ja, so. Was soll es sonst sein, ist die Frage. Ne? Okay, falsche Region, aber macht nichts. Spanische Bollards. Das läuft hier. Ich kann es gar nicht glauben. 65 Länder. Dann haben wir hier Taiwan. Antenne und ja, überhaupt alles. Alles schreit nach Taiwan. So, und hier könnte hier Schluss sein. Haben wir hier was an dem Dings da dran? Wenn wir noch mal genauer angucken. Wir haben diese Poles. Bin ehrlich gesagt auch schon nicht ganz klar, ob wir hier in Südostasien sind oder in Südamerika. Glaube eher Südostasien. Mit den Poles. Sehr bergig, sehr, sehr bergig. Und die Frage ist hier, ist das hier irgendwas, man kennen müsste? Ist das Indonesien, Malaysia? Ich habe das nie begriffen, auch mit den Motorrädern, dann könnte man das irgendwie erkennen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier ein Sticker ist, dass hier irgendwas auch sein soll. Also ehrlich gesagt, würde ich bei diesen Bergen irgendwo denken, ich bin mir nicht sicher, wo die Berge sind. Ich habe irgendwie so Indonesien-Gefühle. Wir gehen nach Indonesien, da könnte sein, dass es vorbei ist. Ist es vielleicht auch Philippinen? Können wir mal das Auto angucken hier. Haben wir nicht irgendwas gesehen? Dann könnte es natürlich auch Thailand sein, ehrlich gesagt, wenn wir gar nichts sehen, aber das sind keine thailändischen Poles hier, oder? Ich glaube, ich gehe nach Indonesien. Ist da überhaupt so hohe Berge, wenn ich mich nur ein bisschen besser auskennen würde? Hier zum Beispiel. Sulawesi. Wir gehen mal nach Sulawesi. Gucken, was passiert. Es ist Malaysia, das war auch mein erster Gedanke. Okay, 66 Länder geschafft.
Das soll es auch sein. Also, ich wollte es nicht überstrapazieren. Da war eine ganz schlimme Polenrunde dabei mit diesen Bollards, wo ich echt den Glauben schon verloren habe. Das war die schwierigste Runde, die ich bestehen musste. Und am Ende stehen 66 Länder in Folge. Ich habe es geschafft. Yes. Gut. Ich glaube, für das Erste, ich weiß nicht, das nächste Ziel, 100 Länder, das ist zu viel, das schaffe ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss mir andere Ziele setzen. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst euch überraschen, mit was dann genau. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.